Hallo und herzlich willkommen hier wieder erneut zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. Dann wollen wir es doch gleich mal weiter um das Auskundschaften unserer ersten Siedlung kümmern. Ah, okay, dieser Bau ist sogar gesperrt. Vielleicht irgendwas zum Scannen. Ich habe, warum auch immer, gerade nochmal Punkte dazu gekriegt. Wundert mich jetzt jedoch schon ein wenig. Die Fauna hier, den Bäumen haben wir ja noch nie scannen können. Das sind jetzt alles einfach nur Landepositionen, würde ich behaupten. Riesenteil weiß ich immer noch nicht, inwiefern das dafür sorgt, dass es Wasser reinigen kann. Das sind wieder so Turbinenteile. Auch nichts zum Scannen. Landepunkt oder sowas auch nicht. Ich gehe noch kurz dahin das Ding holen. Oh, Fluorid. Noch gar nicht eingesammelt. Nochmal eine ISO-Anlage. Nochmal. Die Luft riecht neu. Vorratskisten mit der Ausrüstung. Vorratskiste mit der Ausrüstung. Versorgungsoffizier. Hallo, Kim Connor. Vorräte, Handel, Nachschub. Was auch immer Sie brauchen. Ich kann es besorgen. Obwohl, Sie haben ja schon die Königin aller Quartiermeister an Ihrer Seite. Sie kennen Vetra? Connor hat mir damals auf der Nexus geholfen, alles für die Tempest zu besorgen. Aber ich brauche festen Boden unter den Füßen. Und wenn alles gut läuft, wird der Handel auf Eos schon bald blühen. Wie sind Sie hier gelandet, Connor? Ich? Sie sind doch der große Entdecker. Ich fülle nur Anforderungsformulare aus. Ach, kommen Sie. Jeder hier hat doch irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine hinter mir gelassen. Obwohl Sie... Wissen Sie was? Fragen Sie mich irgendwann anders nochmal danach. Handelt Eos inzwischen mit neuen Partnern? Nein, im Moment nur mit der Nexus. Aber ich habe Abmachungen mit unabhängigen Bergungsgutsammlern und Minenarbeitern getroffen. Und weitere werden folgen. Hat der Außenposten alles, was er braucht? Die Nexus hat uns mit dem Nötigsten ausgestattet, aber das macht noch lange kein Zuhause aus. Es ist meine Aufgabe, auch den Rest zu besorgen. Die Labors können ohne gute Logistik nicht arbeiten. Sie werden sie bekommen. Sie sagten, Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich? Kein Wort, Connor. Schon gut, ich schweige. Zumindest, solange sie in der Nähe sind. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei. Eine kleine Art Versammlungshub. Endlich fester Boden und echtes Sonnenlicht beim Aufwachen. Das wird großartig. Genießen Sie es. Ich bin die ganze Nacht auf und lese Feuchtigkeitswerte ab. Ja. ein super Job. Ich lese auch gerne Feuchtigkeitswerte ab. Not. Irgendwas, das er nicht überwacht. Ich glaube, er fühlt sich sicherer, wenn Fawkes die Tür schließt. Pathfinder. Auf ein Loch. Pathfinder. Jacob Midney, Forschung und Entwicklung. Mein Team richtet sich noch ein, aber wir haben etwas entdeckt, das Sie interessieren könnte. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Entwurf zur Verbesserung Ihrer Panzerung erstellt. Ich lade ihn jetzt hoch. Die nötigen Ressourcen sollten alle auf Eos zu finden sein. Wenn Sie sie beschaffen können, müsste es eigentlich funktionieren. Sind Sie sich sicher, Midney?
Oder sind das nur Luftschlösser? Ich habe nicht vor, Ihre Zeit zu verschwenden. Das hier könnte die Grundlage für die Herstellung von Panzerungen für die gesamte Initiative bilden. Also viel Spaß bei der Suche, Pathfinder. Und passen Sie auf sich auf. Pathfinder Brustplatte herstellen. Ah, jetzt muss ich noch überlegen. Da ist ein Terminal. Ohne Nachrichten. Die werden vielleicht noch dazukommen. Stehen immer relativ bei Personen speziell. Will ich auch gerade überlegen. Hatte ich das da unten schon geguckt? Ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall hochgerannt. Ich kam ja von da unten mit den Turrets. Aber ich glaube, ich bin an dem bisschen hier vorbeigerannt. Ah ne, da war der andere Kamerad darin. Ne? Da, oder? Genau, Yale. So, das wäre also einmal das gewesen. Jetzt ist noch die Frage, ob ich die Schutzschilde da scannen kann. Die sind ja jetzt mittlerweile zwar auf Massenware, aber sie dürfen aktueller sein. Ha? Ich glaube, das ist jetzt Forschungspunkte. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Die Strahlenbelastung nimmt zu. So, 575. Nee. Okay, ist gut. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Mal trotzdem gucken, ob ich die da noch Ressourcen finde. Sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, zum Beispiel. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Okay, da war jetzt aber nichts. Mann, ist die Tempest riesig. Baba. Nichts zu sein. Lebenserhaltung ist stabil. Das Forschungszentrum. Also hier darf ich auch meine Daten dann abändern. Forschung. Gut, dann entwickeln wir doch einfach direkt einmal das, was gewollt ist. Das war die Brustplatte. Ah ne, warte, der hatte mir schon ein Ding gegeben. Das war eine Entwicklung. Brustplatte, die Pathfinder. Mir fehlt Platin dazu. Mist. Platin konnte ich aber, glaube ich, erwerben. Oder aber muss es halt noch suchen. Bitte helfen Sie mir. Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitscrew redet dauernd von dieser Reliktechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist. Dass ein paar Elektroden an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihm zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings die Sache ausreden, aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Was für eine unfassbar blöde Idee. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt.
Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Ja, und das machen wir auch mal. Schon hat man seine erste Quest. Die Siedler vor ihrer eigenen Dummheit schützen. Es ist genauso wie in einer anderen Galaxie. Same procedure is everywhere. So, das Florid haben wir mitgenommen und ich glaube, da hinten ist aber nichts mehr. Wäre sau cool, wenn man irgendwie so einen Dauerkleidstoß hätte für das Teil. Oh, da haben wir nochmal was gefunden. Guck mal. Hat sich ja sogar gelohnt. Ach ja, und da hinten drin in dem Übergang war ich auch noch nicht. Dann sollte man vielleicht auch noch probieren, wenn das dann noch lässt. Es wird immer lauter. Auf jeden Fall auch noch Fluorid. Ja, es wird immer gefährlich sein. Also es ist eigentlich wirklich eine dumme Denkweise. Der heutige Flugplan. 0600 bis 0800 Wetterüberwachungsflug. 12 bis 13 geografischer Erkundungsflug. Frühzeitig anmelden oder Sie verlieren Ihre Ausrüstungsslots. 15 bis 17 Extraktion von Team Sigma plus Pflanzenprobe. 20 bis 22 atmosphärische Beobachtung großer Höhe mit Zeitslot für astronomische Studien. Strahlungswarnung für Shuttle-Piloten. Dieses Gewölbedingsbums säubert vielleicht die Atmosphäre, aber wir haben immer noch auf dem gesamten Kontinent Stellen mit hoher Strahlung und schlechtem Wetter. Update zur Telepräsenz. Zonen 10 bis 12 sind immer noch glühend heiß, aber in Zone 8 sinkt es langsam. Behalten Sie die Strahlungsschildabsorption Ihres Shuttles im Auge. Sie können ungefähr bis zu 190 MSV die Stunde einstecken. Wenn es mehr wird, müssen Sie zurück in die Werkstatt. Und denken Sie daran, wenn die Energiezellen oder radiologische Ausrüstung mit sich führen, kann das die Anzeige beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich so geschützt sind, wie Sie es glauben. Pilot Mac ready. Quarantäne Best Practices. Bitte denken Sie daran, dass alles, was zum Landeplatz geliefert wird, insbesondere von außerhalb der Welt, also keine versiegelten Nexus-Vorräte, den Quarantäneprozess durchlaufen muss. Entweder durch Beobachtung unter versiegelten Bedingungen, durch Stichproben, durch bakteriologische und Scans oder durch radioaktive Sterilisierung. Wir sind eine neue Präsenz auf ES und alles, was dem Ökosystem neu zugeführt wird, wird später einen Effekt haben. Unser Job besteht darin, sicherzugehen, dass es ein positiver Effekt ist. Solide Quarantänepraktiken helfen uns dabei immens. Henry Abrams. Ergänzung: Wir nehmen mir oder Henley versucht zu erklären, dass seine Lieferung ganz besonders wichtig und einzigartig ist und man sich die Mühe sparen kann, dann darf er den Quarantäneprozess zweimal durchlaufen. Bradley. Da haben wir auf jeden Fall verdammt coole Sachen dahin gebaut. Das hier wäre, glaube ich, ein Dauerlieferungssystem für Wasser. Dr. Ramirez. Oh, ich merke gerade. Ich bin hier oben auch noch nicht drin gewesen. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August,
mit Bradley befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. So muss das sein. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Ja, da hat er natürlich auch weniger Arbeit. So. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Der Sand kann von verschiedenen Orten stammen. Ich brauche mehr Daten, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Na dann, aber erstmal Fallnotizen 076 Dr. Ramirez. Symptome, Zustand, mehrere Beinbrüche. Details. Der Patient hat bei Reparaturarbeiten auf dem Dach den Halt verloren und ist gestürzt. Die Jetpacks wurden nicht korrekt aktiviert. Mehrere Brüche im rechten Bein. Schwere Verstauchung des linken Knöchels. Der Patient zeigte eine allergische Reaktion auf Anästhetika. Daher habe ich August und einige Ingenieure ausgeliehen, um 076 zu fixieren, wenn ich die Beine geschient habe. Anschließend wurde ein geeignetes Analgetikum verabreicht. Persönliche Anmerkung. Lauter Tag, aber hoffentlich eine Warnung für den Rest des Außenpostens, was die Wichtigkeit der Wartung von Jetpacks angeht. Der Patient verheilt gut, dürfte in einer Woche wieder fröhlich von Dächern fallen. 024. Symptome, Zustand, akute Schlaflosigkeit, Klaustrophobie. Details. Bei der Untersuchung keine zugrunde liegende organische Ursache erkennbar. Patientin wurde beim Erwachen aus der Stase durch mechanisches Versagen offenbar in ihrer Kapsel eingesperrt. Offenkundig ein psychosomatischer Fall. Die Symptome sind jedoch akut. Tetravoxin und VR-Post-Stase-Therapie verschrieben. Wieder Vorstellung in 2 Wochen. Persönliche Anmerkung. Ich sehe zahlreiche Fälle von Post-Stase-Nervosität und verwandten Symptomen. Die Techniker haben viele der körperlichen Folgen der Langzeitstase behoben, aber wie wir feststellen, wiegen die psychologischen Folgen sehr viel schwerer. Die Leute sind einfach nicht dafür geschaffen, für zu lange Zeit ausgeschaltet zu werden. Ich sollte mit Henley über eine Langzeitstudie sprechen. Wir sind bei vielen Dingen die Ersten. Victor Carson, Mr. Josephs, ich finde es beunruhigend, dass Sie glauben, ich ließe mich durch Credits von meinen Pflichten abbringen. Ich verstehe, dass Victor Carson ein Freund von Ihnen ist, aber das ist gewiss kein ausreichender Grund für mich, ihn aus der Kryostase zu wecken und nach Brodromos zu schicken. Abgesehen davon scheinen Sie zwei mir eine drohende Katastrophe zu sein. Ich weiß von dem Streich, den Sie und Mr. Carson vor der Reise nach Helios Everett gespielt haben. Victor Carson wird aus der Stase geweckt, wenn ich es für richtig halte, und einen Außenposten zugewiesen, an dem seine Fähigkeiten benötigt werden. Und wenn ich höre, dass Sie über meinen Kopf hinweg zu Edison gehen, dann werden Sie sich dafür rechtfertigen müssen. Verwalter Brecker. So, auf zu den Dienstplänen. Da ist ja auch noch Fluorid. Voll übersehen. Arbeitsplan Woche 2. Wassergraben-Reparaturteam Kane Fawkes, Lorelei Smith, Matthew Kinnison. Anhang Kanalschäden HSM, Einrichtung des Wetterüberwachungsgerätes Axel Jennings, Seal Varex, Jamie Kasperek. Anhang Standortüberwachungsgeräte. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier, Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Nur ein Ort passt zu dem Sand an der medizinischen Ausrüstung. Ein Monolith. Gehen wir. Ein Monolith. Und der Monolith ist da oben, der Monolith. Das war doch jetzt easy, aber warte, was? Was ist das? Forschungsstation. Ah, okay. Und das hier bei mir ist gerade irgendein Dollar-Symbol geworden. Was ist das denn? Das ist aber unterhalb.
Kann ich unten drunter einkaufen? Ja, ich glaube, eine Händlerin war dabei. Ja, ich glaube, die sind zusammen. Jawohl. Gegen eine unsichtbare Mauer gekracht. Dann gucke ich doch jetzt mal, dass ich schnell in mein Gefährt einsteige. Das ist auch noch Florid. Ich glaube, das hatte ich auch noch nicht. Nö. Wunderbar. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, aber ich finde gerade nichts. Nein, schade. Unsere Verhälter? Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Es ist natürlich eigentlich nie ein gutes Zeichen. Moment, ich habe hier einen offenen Com-Kanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich habe zu arbeiten. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Ach du Scheiße, es ist weit weg. Jetzt aber hurtig, wenn ich die noch retten soll. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Gib ihm, sonst wird er nix. Da jemals noch mal runter darf? Diese Ruine oder vielleicht noch was anderes findet? Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Erstmal die Crewmitglieder retten. Pathfinder, in diesem Gebiet können... Helfen Sie uns! Bitte! Oh, da haben sie was Großes geweckt. So, gerettet habe ich zwei. Einer liegt da, glaube ich, tot. Ah, da ist noch einer. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparek? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Wie viele Leute müssen verletzt werden, bevor sie mit diesem Unsinn aufhören? Der Pathfinder hat recht, Jennings. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Und 2% gekriegt. Cool.
Bam. Alle erwischt. Und noch ein Stufenaufstieg. 800 EP gekriegt. Bei der Quest. Ja, das ist nicht schlecht. Das kann man gerne sehen. Und da sind noch Überreste. Jawohl. Ja, damit. Ich registriere eine Strahlen... Belastung über dem Normalwert. Ja, aber ich durfte ein Revenant 2 Sturmgewehr looten. Das war's wert. Allerdings habe ich keine Lebenserhaltungssysteme mehr. So, die fahren jetzt wieder hoch. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit dem Teil hier? Damit muss ja jetzt auch irgendwas passieren können. Die Systeme versagen, Pathfinder. Naja, ist ja gut. Wäre ja schon wieder drinnen. Und auf dem Weg zum nächsten Rettungskapselschirm. Da habe ich noch Notfallsammelpunkte. Nehmen wir die doch einfach mal gerade eben mit. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh, da war was. Achso, okay, es ist also tatsächlich so richtig in Zonen gegliedert. Hier zum Beispiel darf ich überall nirgends was abbauen, sondern nur wenn da oben links dann dieses Mineralensymbol aufleuchtet, dann ist dort auch die Möglichkeit, das zu kriegen. Ah, das sind diese Teile, Notfallsender. Die Chefingenieurin. Chefingenieurin Grace Leto. Neuer Eintrag. Letzter Eintrag. Ich schließe Sammelpunkt Data und erkläre die Evakuierung für abgeschlossen. Keiner der Verbliebenen antwortet. Ich habe ihnen geschworen. Pause. Fortsetzung. Genug davon. Ich konnte nicht einmal ein einziges Projekt fertigstellen, um sie zu retten. Dieser Felsbrocken hat uns besiegt und ich akzeptiere meinen Teil der Schuld daran. Ich werde im letzten Schatten sitzen. Wahrscheinlich geht es dann wieder in den Täterschlaf. Ich werde keine Belastung sein, wenn das Ende ist. Aber falls es einen Weg gibt, zu beenden, was wir begonnen haben, komme ich zurück. Hier spricht Chefingenieurin Grace Leto. E97 Durango out. Ende des Logs. Verzeichne Kryokennung der Initiative. E97 Durango. Chefingenieurin Grace Leto. Sie war die letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Sie wollte nicht gehen, aber es gab einfach nichts mehr, was sie noch hätte versuchen können. Ja, aber die kann man definitiv wieder wecken. Also, das ist jemand, der... Der wieder da raus sollte. Ah ne, Notfallsammelpunkt scannen. Bin ich doch jetzt halt, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Also, der Verwalter in Podromus hat die Liste der Überlebenden und die Namen der Toten aus Anlage 1 bis 2 ergänzt, aber die Rechnung geht nicht auf. Es fehlen noch immer einige Leute aus Versprechen. Bestätigung. Suchen Sie an möglichen Notfallsammelpunkten nach Hinweisen darauf, was auf den Vermissten geworden ist. Ja, da ist, Es gab hier eine Notevakuierung? Ah. Dann ist noch mindestens ein Shuttle irgendwo da draußen? Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Man nahm an, dass alle Shuttles, die nicht dem Standardfluchtprotokoll gefolgt sind, zerstört wurden. Aber das ist nur eine Annahme. Es besteht also noch Hoffnung. Es besteht die Hoffnung, dass da sogar noch ein Shuttle mit jemandem ist? Ach du Scheiße. Sind wir aber eben von der Wüste noch an so einem Punkt vorbeigefahren? Thank you.
Oh fuck. Lebenserhaltung versagt. Stufe 3 Strahlung. Hä? Jetzt bin ich wieder in Stufe 1 Strahlung. Das ist wahrscheinlich so ein Übergang. Kacke. Muss ich gucken, dass das erstmal sich regeneriert. Ah. Also muss man ein bisschen aufpassen beim Spiel. Finde ich ganz nett auf der anderen Seite. Und nicht einfach nur durchrennen. Sinnlos. Stumpf. Aber ich würde sagen, wir machen hier einmal wieder einen Cut. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier wieder im nächsten Part. Bis dahin. Sayonara.